Leute, Eskaliert hier, zurück mit einem neuen Video. Die Frage ist, wie könnte meine zukünftige Dev aussehen? Und das ist wirklich gar nicht so einfach, denn bis jetzt sieht sie so aus und es ändert sich nichts. Bis auf das, dass ich hier June und Ureus abwechseln und die Teamaufstellung sich ein bisschen ändert. Ansonsten ändert sich nichts. Was nachkommt, ist Russell. Russell ist aber Magier. Da haben wir nicht allzu viel Wappen. Ehrlich gesagt, naja, es geht, na, ein paar Stufen. Aber es ist ja so, dass auf dem Level, auf dem wir spielen, sollte der Held, der in der Dev steht, schon, also, sagen wir mal, 18 Wappenstufen oder so haben. Entschuldigung, hab was getrunken. Zumindest ist das mein Anspruch. Also er sollte schon richtig beefy sein halt. Was kommt noch nach? Also, Mr. Pengi wird als nächstes gemacht. Denke ich mal. Mr. Pengi ist Druide. Mr. Pengi hat keine Chance auf Wappen. 273, das gibt halt auch nicht viel mehr wie jetzt 366 bei den 5er wird es ja schnell teurer und dann sind es 125, dann kannst du eine Stufe machen, das war's. Frage ist wirklich gelb. Den Prof oder Hanitra? Beides könnte ich nicht in die Dev stellen, denn in gelb habe ich die Hitter. Das bedeutet, ich habe Ureus drin und ich habe June im Kostüm drin. Also entweder oder. Und beide sind enorm wichtig. Phileas Fogg wird in grün gestellt bleiben. Ich könnte Bertilla leveln als nächstes. Wir schauen mal schnell, was wir alles machen können. Also, wir können einmal blau machen, wir können einmal gelb machen und einmal grün. Einmal blau, einmal gelb und einmal grün. Mr. Pengi, Hanitra oder Prof. Okay, ich hätte für den Prof Klerikerwappen. Gehen wir nochmal schnell schauen. Halt. Auch keine. Ah, das ist so lustig. Genau. Hanitra ist Mönch, da habe ich gar keine. Er ist Paladin, da wird ein paar gehen. Aber stellt man Mika in die Dev? Nee, eher nicht. Devana. Devana hätte ich Wappen. Die könnte ich voll klatschen. Aber wie gesagt, ja, in Dev. Eine Devana in die Dev, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Poseidon wäre halt, aber dann hätte ich schon wieder einen Hitter. Wie gesagt, ob da jetzt Poseidon steht, Ureus oder June, ist halt, also im Minionkrieg steht da Ureus, das ist ganz klar. Und außerhalb von dem steht da June. Der hittet einfach hart. Russell wird jetzt einer gemacht, genau. Und dann ist es schon wieder so, ne? Was stellst du dann in die Dev? Wie stellst du die? Stellst du die dann? Machen wir mal hier. Stellst du die dann Glenda?
Russell. June. Oder Fock. June. Glenda. Russell oder ja. Und dann ja, keine Ahnung, Snolly da rein und dem noch mehr Wappen drücken. Wir spielen Lila Tank. Snolly da rein und dem noch mehr Wappen drücken. Das ist halt die Frage, ne? Mehr gibt der Roaster nicht her. Und das ist auch das. Entschuldigung, Leute. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe super, super krasse Fehler gemacht am Anfang. Und was ihr als erstes levelt, also die Fünfer, die ihr als erstes hochzieht, die werden euch begleiten. Vorneweg das erste Jahr. Also da kommen natürlich welche dazu, aber meistens ist es so, dass man dann die auch bewappnet. Ja, und dann resettest du eine Glenda mit 19 Wappenstufen? Eher nicht, selbst mit diesem Reset-Button. Ja, klar, macht man vielleicht auch mal, aber dann muss es schon ein Granatenheld sein, der auch überall zu gebrauchen ist, der nachkommt. Und also mit Glenda habe ich gar kein Problem. Die tausche ich dann aus gegen Pengi, ja, obwohl, dann weißt du auch wieder nicht, ne? Pengi kann nicht so viele Wappenstufen kriegen. Nimmst du den dann rein und tust eine Glenda mit 19 Wappenstufen raus. Deswegen ganz, ganz, ganz genau überlegen am Anfang. Das ist so wichtig. Jedem Einsteiger kann ich das nur raten. Überlegt euch ganz genau, welchen Fünfer ihr am Anfang hochzieht. Ich habe wahnsinnig viel Geld reingesteckt am Anfang und kann trotzdem nicht mehr leveln und habe trotzdem mit Räuben schon mal was gemacht. Ja, ich weiß, man kann ihn benutzen und so, aber trotzdem, ich hatte da schon andere. Wen hatte ich denn damals schon? Ja, ich glaube, oder ich hätte lieber noch warten sollen und erstmal nur mit den Vierern spielen, bis da was Besseres nachrutscht. Ich wusste ja, ich werde viel beschwören und irgendwann kommt was, ja, weil keine Ahnung, wie viel Geld, dann kommt halt auch irgendwas. Irgendwann mal. Und deswegen ist es so ultra wichtig. Und jetzt stehe ich halt echt vor dem Problem, dass ich es nicht weiß. Und einfach auch die Möglichkeiten sehr beschränkt sind von dem Wappen her. Ich könnte ein paar Vierer, die ich jetzt benutzt habe, die sind zum Strippen da. Also Barbarenwappen, Ametrinea, die ist geil oder so. Aber wenn ich jetzt einen richtig geilen Barbar hätte, Fünfer, dann würde ich die natürlich strippen. Aber strippst du einen Ureus oder eine Garnett, die schon gebreakt ist? Okay, Lepiota, ja, aber Lepiota nutze ich mega oft im Angriff. Die ist einfach super, da würde ich eher noch was draufpacken. Xnolli, das ist, ich habe zu viele Zauberer. Und das Problem ist echt das, dass man sich das am Anfang ganz, ganz genau, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, ja. Oder du hast halt Glück und hast, weil ich habe ja jetzt, schaut mal, ich habe ja jetzt ultra viele Barbarenwappen zum Beispiel, ja, und hab da, ja, das kauft man nachher, das ist echt gutes Angebot, ja, also das ist günstig, 400 Juwelen gleich auf die Hand und 30 Tage VIP für 3,49, das kauft man nachher. Das da, das kauft man nicht, hab mich dagegen entschieden, ich kaufe das 32er Angebot bei S4 wieder, wegen diesen 10 Flaschen, die ich dann bei Atlantis verfarmen kann. Ich muss jetzt endlich mal von einem Atlantis zum nächsten kommen mit dieser Rucksackausbildung. Das schaffe ich nie, verrutscht immer um ein, zwei Tage. Darum soll es nicht gehen. Genau. Wir schauen hier nochmal. Zack. Ich hätte halt Barbarenwappen und ich hätte Waldläuferwappen. Ich hätte auch noch ein paar Schurkenwappen. Und ein paar von Paladin. Und das war's dann. Ne? Ich habe einen Reset-Button. Da kommt ja jetzt, zum Glück haben sie das gemacht. Ich hoffe, das bleibt bei irgendeiner Quest. Ist ein Reset-Button dabei. Das finde ich eine geile Sache. SG, echt super. Den braucht man halt ab und zu. Ja. Man muss ab und zu mal umswitchen.
Genau, das ist das Problem. Satana kann ich nicht machen, leider. Hab Lepiota gemacht. Und auf dem Weg sind wir. Also es bleibt schwer und deswegen mein Rat nochmal, mein absoluter Rat. Schaut euch ganz genau an. Wollt ihr mit dem Held das nächste Jahr spielen? Ist der competitive überhaupt? Ja, also klar, natürlich, manche können dann nur, man kann ja auch nur das leveln, was da ist. Ja, jeder kann nur das leveln, was da ist. Aber man plant ja vielleicht, okay, ich habe Bock auf das Game, ja, ich stecke ein bisschen Geld rein und so, will ich ein bisschen mitspielen, ein bisschen weiter oben und so, so war es ja bei mir auch. Und dann beschwört man. Und dann aber, wenn die da sind, wirklich ganz genug überlegen, okay. Also, was natürlich immer geht, sind harte Hitter. Marjana zum Beispiel, ja, die geht immer. Die geht immer, die Hittetat und geht immer. June geht immer. Den kannst du immer mitnehmen. Ja. Der wird noch in einem Jahr oder was, ja. Also, hart hitten ist hart hitten. Außenrum, das kann man dann immer noch anders stellen, ja. Aber wenn ihr einen Held habt, der richtig dreckig reinknallt, dann ist der auf jeden Fall zusammen mit Heiland zu bevorzugen, ja. Da ist gar nichts anderes wichtig. In dem Spiel geht es darum, den Feind so schnell wie möglich zu töten. Und wenn jemand fett reinhaut, dann ist das immer eine gute Sache. Genau, ja. Deswegen, Glenda ist gut mit diesem negative Statusänderung plus die 40% drauf, aber du musst sie platzieren können. Erstens mal ist das bei mir schon das Problem, weil wo stellst du sie hin? Du musst sie ja auf die Flanken stellen und in der Mitte steht nun mal Bera. Beras Minions. Ich weiß nicht, ob die dadurch gepusht werden. Außerdem machen nur die Spezialfähigkeiten plus 40% und nicht der Steinschaden. Genau das ist es, ja. Das ist das Problem. Wir werden sehen, ihr werdet es mitkriegen, wofür ich mich entscheide. Mein Appell, wie gesagt, an die Leute, die jetzt noch einen kleineren Account haben, überlegt euch das gut und vor allem sprecht viel mit den Allianzmitgliedern, was gelevelt wird und auf Long Term, also auf lange Sicht, sollte der Held nutzbar sein. Danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Eskaliert.